ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Video. Es ist schon etwas spät, aber ich dachte, ich zeige euch nochmal meine Monatsfavoriten. Es kommt etwas verspätet, weil ich im Urlaub war, wie vielleicht einige von euch wissen, die mich bei Instagram verfolgen. Aber es haben sich so im Urlaub auch ein paar neue Favoriten herauskristallisiert und die teile ich heute mit euch. Ja, der erste Favorit ist die Bare Minerals Complexion Rescue getönte Tagescreme. Ich hatte sie in meinem letzten Fashion und Beauty Haul euch gezeigt als Probe. Also da habe ich sie bekommen als Probe und ich fand sie eigentlich ganz toll, denn sie ist sehr leicht. Wie gesagt, das ist eine getönte Tagescreme auf Mineralbasis, hat eigentlich ganz gute Inhaltsstoffe, ist ölfrei, enthält Hyaluronsäure. Und ich habe damals im Video gesagt, dass sie auch Silikon enthält und das war falsch, tut mir total leid. Ich meinte nämlich PEGs, also sie enthält PEGs, aber sie ist silikonfrei, also die Haut kann durchaus atmen. Sie hat einen Sonnenschutz von SPF 30, was ich ganz gut finde, gerade so wenn man zum Strand geht, gleicht es so ein bisschen den Teint aus und man ist halt vor der Sonne geschützt. Und sie hat auch einen leichten Glow, das mag ich auch sehr gerne. Und ich habe sie mir in der Farbe Buttercream gekauft, das ist ein eher gelbstichigerer Ton. Also sie ist etwas zu hell jetzt momentan nach dem Urlaub, aber ich denke mal, dadurch, dass sie sehr leicht ist, geht das noch. Und ich finde sie sehr feuchtigkeitsspendend. Ich teste sie jetzt allerdings noch etwas weiter und dann werde ich auf jeden Fall nochmal eine Review dazu machen. Die getönte Tagescreme von Bare Minerals habe ich dann ganz gerne auch abmattiert. Und zwar mit dem Mineralpuder von Bare Minerals, aber in der matten Variante. Und ich habe hier die Nummer oder die Nuance Fairly Light. Das ist so neutral bis gelbstichiger Ton. Und ja, damit habe ich mich immer so leicht abgepudert, damit da nicht zu viel Glow war, wie gesagt, weil ich ja geschaut habe. Und ich finde, diese Foundation hält ganz gut matt. Aber trotzdem war der Glow da. Also es war jetzt nicht irgendwie verschwunden oder so und ganz matt. Also sie hat schon so leicht reflektierende Eigenschaften. Und gebronzt habe ich ganz gerne mit dem Warm-Up, den ich ja im Set hatte mit dieser Bare Minerals Foundation in der matten Variante. Also das kam mit im Set dazu und das ist so ein Bronzer, der so Cognac-farben ist, also schon so braun-rot. Und ich finde, den kann ich persönlich nur tragen, wenn ich etwas gebräunt bin, dann finde ich ihn super schön. Aber als ich blass war, habe ich ihn ungern getragen. Eingecremt habe ich mich ganz gerne mit dem Sonnenschutzgel von La Dival. Ich finde, das ist eine sehr leichte Gelcreme mit einem Sonnenschutz von 10, ist ölfrei, ist für zu Allergien neigende Haut und ist halt ohne Parfüm, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe, ohne Fette, Emulgatoren und deswegen mag ich sie sehr gerne. Sie lässt sich super gut verteilen und setzt sich nicht ab irgendwie in den Fältchen oder so. Sie hält sehr, sehr gut. Ich habe mich immer einmal am Tag damit eingecremt und mir persönlich hat es gereicht, aber jede Haut ist ja auch anders. Die Creme findet ihr in der Apotheke. Sie ist auch nicht so günstig, also das zahlt ihr schon über 10 Euro. Aber ich kaufe mir sie jedes Jahr nach, gerade wenn ihr so zu Mallorca-Akne neigt, also diese Bläschen oder sowas, hatte ich mal eine Zeit lang. Und dafür ist die Creme wirklich ganz gut, also weil sie halt ölfrei ist. Dann habe ich einen neuen Nagellack gekauft und zwar von Kiko, ein Perfect Gel Duo Nagellack. Das ist ein Gel-Nagellack, der trocknet, ohne eine UV-Lampe zu benutzen. Und ich trage den jetzt gerade auch auf den Nägeln und ich habe mir das auch in einer anderen Farbe gekauft, in so einem türkisen Ton. Und ja, den trägt man zweimal auf und dann gibt es dazu auch noch so einen Topcoat. Und das soll dann ziemlich lange halten und ich finde, der Nagellack hält auch länger bei mir als andere Nagellacke, aber auch nicht so ultra lange. Ich habe ihn trotzdem sehr, sehr gerne verwendet, weil ich finde, die haben wirklich so eine schöne leuchtende Strahlkraft, diese Nagellacke. Wie gesagt, sie halten auch ein, zwei Tage länger, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass sie so eine Woche wenigstens halten. Das tun sie aber bei mir nicht. Also bei mir splittert das nach einer Zeit dann schon ein wenig ab. Dann in meinem Urlaub habe ich sehr, sehr gerne diesen Hut hier getragen. Den habe ich mir dort gekauft im Urlaub vor Ort, aber die haben den jetzt eigentlich überall und ich finde den super, super schön und er hat auch so ein bisschen meinen Kopf vor der Sonne geschützt, weil ich ja doch manchmal Kopfschmerzen bekommen habe und ich mag diese Hüte sehr, sehr gerne. Und im Urlaub habe ich auch ganz gerne diese Tunika hier getragen, die habe ich mir letztes Jahr bei H&M gekauft und ich liebe sie. Sie ist einfach nur so leicht zum drüberwerfen, man wird trotzdem so leicht braun, weil die Sonne da durchscheint und ist auch ein bisschen länger, dass sie auch so den Hintern bedeckt und man nicht immer im Bikini zum Café gehen muss. Also ist auch ein Favorit, auch die Farben mag ich sehr gerne und dieses Jahr hatte H&M wieder solche
Tuniken rausgebracht. Vor kurzem habe ich auch ein Antifalten-Video rausgebracht und ja, ich weiß nicht, ob ihr euch das angeschaut habt, aber da habe ich euch ja den Tipp gegeben, auf Produkte zu achten, die alkoholfrei sind und parfümfrei, und ich muss sagen, ich habe lange, lange Zeit nach Produkten gesucht. Ich habe, bevor ich dieses Video gemacht habe, auch sehr recherchiert nochmal im Internet und habe mir dann nochmal Gedanken gemacht über meine Pflege, über meine Reinigung und ja, und habe mich dann entschlossen, wirklich ein Produkt zu finden, was ölfrei ist, was aber alkoholfrei ist, was ohne Parfüm ist. Und ich habe da wirklich sehr, sehr lange gesucht. Gerade so eine Naturkosmetik wird sehr viel Alkohol verwendet. Und ich wollte meine Haut nicht so strapazieren und ich möchte nicht, dass sie so stark austrocknet. Und da bin ich fündig geworden. Und zwar bei DM. Und zwar habe ich jetzt diese beiden Produkte hier gefunden von Balea. Das ist aus der Ultrasensitiv-Reihe. Ja, die haben so eine Reihe rausgebracht, auch mit Cremes und so weiter. Aber diese beiden Produkte hatten die besten Inhaltsstoffe für mich, wo ich sage, okay, damit komme ich hoffentlich zurecht. Und einmal ist das hier dieses Ultrasensitiv-Waschgel ohne Parfüm, Farbstoffe und Konservierungsstoffe. Hat auch bei Codecheck, finde ich, ganz gut abgeschnitten. Und ja, entfernt mein Make-up wirklich sehr, sehr gut. Beim Augen-Make-up muss ich da manchmal nochmal nachhelfen. Wasserfeste Wimperntusche bekommt es jetzt allerdings nicht ab. Finde ich, reinigt sehr, sehr gut eigentlich. Ich hatte zwar schon einen Reinigungsschaum, den ich mir auch neu gekauft hatte, aber aus irgendeinem Grund habe ich den überhaupt nicht vertragen. Obwohl er alkoholfrei war, habe ich einen Akne-Ausbruch gehabt. Vielleicht lag es auch an den Parfümstoffen. Denn da stand zwar nicht Parfüm drauf, aber da waren Stoffe, wo ich nicht wusste, dass es Parfüm ist. Und zack, bam, hatte ich mein Gesicht wieder ganz, ganz voller Pickel. Aber ich teste sie noch weiterhin und kann euch auf jeden Fall vielleicht nochmal in nächster Zeit ein Feedback geben dazu. Und dann halt gibt es hier noch das Gesichtswasser. Das ist auch ohne Parfüm, Farbstoffe und Konservierungsstoffe. Und das enthält so, so ein bisschen Zitronensäure und Pro-Vitamin B5, Gurkenextrakt und sowas, Hefeextrakt und ja, Zitronensäure, um die Säure so ein bisschen herzustellen im Gesicht. Und damit müsst ihr so ein bisschen aufpassen in der Sonne. Ich würde es eher abends verwenden. Das kriegt auch nochmal so den Rest des Make-ups schön runter. Und ja, diese beiden Produkte teste ich jetzt momentan. Wenn ihr die habt, schreibt mir doch mal, wie ihr damit klarkommt. Und ich bin super gespannt, ob ich auf Dauer damit weiterhin so gut zurechtkomme. Dann habe ich im Urlaub ein Buch gelesen, was ich schon sehr, sehr lange bei mir zu Hause rumfliegen habe. Ich kam irgendwie einfach nie dazu, es zu lesen. Und im Urlaub hatte ich mal so wirklich Ruhe. Und da habe ich hier dieses Buch Damit Charme gelesen. Kennt ihr das? Das ist ein Bestseller gewesen, ein Spiegel-Bestseller von Julia Ennis. Das ist eine Medizinstudentin, die so den Darm etwas näher bringt. Das schwarze Schaf unter den Organen, das einem doch bisher unangenehm war. Aber dieses Image wird sich ändern. Übergewicht, Depression und Allergien hängen mit einem gestörten Gleichgewicht der Darmflora zusammen. Das heißt umgekehrt, wenn wir uns in unserem Körper wohlfühlen, länger leben und glücklicher werden wollen, müssen wir unseren Darm pflegen. Also so ungefähr. Und finde ich super, super spannend, sehr informativ. Ich finde, das ist jetzt aber nicht so ein Buch, was man mal eben schwupps durchlesen kann, weil es sehr viele Informationen enthält. Und ja, aber so Schritt für Schritt, so pro Kapitel immer so ein bisschen, da funktioniert das ganz gut und kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr euch so mit dem Gesundheitsaspekt so ein bisschen auseinandersetzen wollt. Und dann wollte ich euch auch nochmal eine YouTuberin vorstellen, die ich mir zurzeit, also ein YouTuber-Favorit, den ich zurzeit habe. Und das ist die Mai Mart, weil ich finde, sie hat jetzt so das gleiche Problem wie ich. Sie sucht auch nach Produkten mit guten Inhaltsstoffen und die die Haut nicht reizen, die alkoholfrei sind, parfümfrei. Und uns verbindet so ein bisschen was, wo ich sage, okay, sie hat einfach im Moment die gleichen Interessen wie ich. Und deswegen schaue ich sie ganz gerne so auf diesen gesundheitlichen Aspekt. Schaut auch mal bei ihr rein. Ihren Kanal verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Und dann habe ich noch ein paar Favoriten zum Thema Musik. Und ich dachte, ich bringe das mal mit rein, weil im Moment höre ich ein Lied ganz gerne. Und zwar das Lied Roaming von Banks. Das verlinke ich euch noch in der Infobox. Das könnt ihr euch kostenlos bei Soundcloud runterladen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich so ein bisschen auf elektronische Musik stehe, auf R&B. Und das ist mehr so ein elektronisches Lied, womit man, was eigentlich relativ chillig, aber auch zum Tanzen ist. Und ich finde, das bringt mich irgendwie in Sommerstimmung, auch wenn es jetzt nicht ein typisches Sommerlied ist. Und dann noch das Lied von Oxford, You and Me. Und das ist eher so ein bisschen chilliger, so lounge-mäßig, aber dennoch so mit Rhythmus. Und das mag ich auch sehr gerne. Und das könnt ihr euch auch kostenlos bei Soundcloud
runterladen. Ja, das war es dann auch von meinen Monatsfavoriten aus dem Mai und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was sind eure Favoriten zurzeit? Schreibt es mir in den Kommentaren und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und ich wünsche euch schöne sommerliche Tage. Bis demnächst. Ciao.